Meine Damen und Herren, Herr Regierender Bürgermeister, ich spreche Sie hier mal direkt an, weil ich mit Erlaubnis der Präsidentin an dem Beginn meiner Rede einen Satz aus Ihrer ersten Regierungserklärung stellen möchte. Zitat: Unser Ziel ist das Wohl dieser Stadt und das Wohl ihrer Menschen. Das Beste für Berlin. Zitat Ende. Das haben Sie den Berlinerinnen und Berlinern versprochen. Der Doppelhaushalt, den Sie heute hier vorlegen, löst dieses Versprechen nicht ein. Sie scheitern an Ihren eigenen Ansprüchen. Sie tun nicht das Beste für Berlin, sondern das Nötigste, um an der Macht zu bleiben. Aber dieser Haushalt passt zu den 7 Monaten, die dieser Senat bisher im Amt ist. Denn bisher haben Sie vor allem eins getan: Erwartungen enttäuscht. Sie haben versprochen, Sie persönlich haben das versprochen, Herr Wegner, dass bis zum Jahresende Bürgeramtstermine innerhalb von 14 Tagen zu bekommen sind. Im Moment kann man Online-Termine frühestens für Februar 2024 buchen. 2 Monate statt 2 Wochen. Sie haben versprochen, dass es zum 1. Oktober 2023 für Meldebescheinigungen, An- und Ummeldungen ein digitalisiertes Verfahren gibt, eine Online-Dienstleistung auf Knopfdruck, wie Sie damals sagten, Herr Wegner. Es wurde Oktober. Sie mussten das Versprechen selbst wieder einkassieren und sagten, es solle noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Nun ist das Jahr fast zu Ende und man hat den Eindruck, dass bei Ihnen nur eins auf Knopfdruck funktioniert: Versprechen abgeben und wieder einkassieren. Sie haben eine funktionierende Stadt versprochen, in der sich Menschen egal wie sicher und schnell fortbewegen können. Aber viel mehr als die Öffnung der Friedrichstraße für Autos haben Sie nicht geliefert. Die Radwegeplanung wird vom Senat blockiert. Die Fahrplanausfälle bei der BVG erreichen in diesem Monat einen Rekordwert. Aber beim Warten auf die überfüllte U-Bahn kann man ja jetzt wenigstens von einer Magnetschwebebahn träumen, die wahrscheinlich nie fahren wird. Sie haben versprochen, dass das Behörden-Ping-Pong aufhört und haben hier an dieser Stelle das Angebot formuliert, gemeinsam eine Verwaltungsreform für eine handlungsfähige Stadt umzusetzen. Nur geschehen ist seitdem außer blumigen Worten fast nichts. Dieser Senat zeigt stattdessen in Worten und Taten bei jeder Gelegenheit, wie wenig ihm gerade an handlungsfähigen Bezirken gelegen ist. Die Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister haben es Ihnen unmissverständlich aufgeschrieben. Es steht eine, Zitat, Kahlschlag der sozialen Infrastruktur bevor, wenn Ihre Pläne Realität werden. Und offenbar halten es die Bürgermeisterin sogar für notnötig, Sie an eine Selbstverständlichkeit zu erinnern, dass eine erfolgreiche Verwaltungsreform ohne die Bezirke nicht gelingen kann. Ein Konsens über eine wirkliche Verwaltungsreform ist bis heute, Herr Wegner, weiter entfernt denn je. Sie haben versprochen, mit dem Ohr an der Stadtgesellschaft zu regieren, den Berlinerinnen und Berlinern zuzuhören. Aber wann hat die Stadtgesellschaft eigentlich ein klareres Wort gesprochen, wenn nicht 2021 mit dem Jahr zur Vergesellschaftung von privaten Wohnungskonzernen? Sie machen gar keinen Hehl daraus, dass Sie die Umsetzung verschleppen und am Ende verhindern wollen, in trauter Einigkeit mit Frau Giffey im Übrigen. Es mag sein, dass Herr Gröner Ihren Wahlkampf bezahlt hat. Gewählt wurden Sie von den Berlinerinnen und Berlinern und die haben mit dem Volksentscheid Deutsche Wohnen in Co. Enteignen ein klares Wort gesprochen. Setzen Sie es endlich um. 7 Monate ist es her, dass der Regierende hier angekündigt hat, die Ärmel hochzukrempeln, anzupacken, zu machen. Ein Feuerwerk der Floskeln und Versprechen. Von den 3 Jahren dieses Senats ist ein halbes um. Und in der Summe muss man sagen, es war ein verlorenes halbes Jahr für Berlin. Nun liegt dem Abgeordnetenhaus der erste Doppelhaushalt dieser Koalition vor. Ein Haushalt, von dem man erwarten sollte, dass er das, was Sie der Stadt versprochen haben, abbildet. Aber auch diese Erwartung wird enttäuscht. Denn dieser dicke Stapel Papier ist eigentlich schon jetzt Makulatur. Sie legen uns hier ein Ausgabenpaket in Höhe von etwas mehr als 80 Milliarden Euro für 2 Jahre vor. Über 4 Milliarden davon sind gar nicht gedeckt. Im Haushalt heißt das technisch pauschale Minderausgabe. 5% des Haushaltsvolumens, das klingt nicht viel, meinen vielleicht jetzt manche, aber Sie wissen so gut wie ich, dass weite Teile des Haushalts gesetzlichen und vertraglichen Bindungen unterliegen, in denen eine pauschale Minderausgabe gar nicht erbracht werden kann.
Sie alle hier auf der Regierungsbank und in den Koalitionsfraktionen wissen sehr gut, dass sich die Kürzungen, die noch erbracht werden müssen, zu weiten Teilen im sogenannten freiwilligen Bereich auswirken werden. In Senioreneinrichtungen, in Jugendclubs, in Beratungszentren und Kultureinrichtungen, in den vielen sozialen Projekten, die diese Stadt ausmachen, von der Sie vor 7 Monaten hier geschwärmt haben, Herr Wegner. Das soziale Berlin steht dank Ihrer Politik der ungedeckten Schecks auf der Kippe. Sehr geehrte Abgeordnete der Koalition, mit dem Haushaltsbeschluss übergeben Sie im Kern die Macht darüber, was realisiert wird, was und wo gekürzt wird und auch was entfällt, obwohl es im Haushalt steht, dem Finanzsenator und seiner Verwaltung. Viel wichtiger als der Haushalt wird das Haushaltswirtschaftsrundschreiben, das die Finanzverwaltung kurz vor Weihnachten versenden wird. Dann erst werden die Verwaltungen die Karten aufdecken müssen. Dann, meine Damen und Herren Senatorinnen und Senatoren, werden Sie eine Reihe sehr schlechter Nachrichten zu verkünden haben. Jeder ungedeckte Scheck fliegt irgendwann auf. Wir sollten das in Berlin eigentlich gelernt haben. Ein Jahrzehnt schwarz-roter Realitätsverweigerung inklusive geplatzter Olympiabewerbung nach der Wiedervereinigung hat Berlin nach der Jahrtausendwende in ein Finanzchaos gestürzt, dessen Folgen wir noch heute spüren. Sie haben offensichtlich das Lernziel verfehlt und schicken Berlin erneut sehenden Auges auf eine soziale Rutschbahn inklusive einer erneuten Olympiabewerbung, die hoffentlich so enden wird wie die letzte. Noch viel dramatischer werden die Auswirkungen dieser Entscheidungsverweigerung in den Bezirken sein, denen Sie ja jetzt ganz nebenbei ausdrücklich untersagen, pauschale Minderausgaben durch nicht verbrauchte Personalmittel zu erbringen. Damit lösen Sie in den Bezirken eine Abwärtsspirale aus, also dort, wo der Kern staatlicher Aufgabenerledigung erfolgt, in den Bürgerämtern, den Sozialämtern, den Jugendämtern, den Kitas und Jugendeinrichtungen bei Wohnungslosen und Menschen mit Behinderungen. Es drohen erneut bleierne Jahre und sie beginnen nicht irgendwann, sondern jetzt, nämlich Anfang 2024, wenn viele Bezirke dank ihrer Politik eine Haushaltssperre verhängen müssen. Neukölln hat das bereits getan. Und bitte sagen Sie nicht, Sie hätten es nicht gewusst. Diese Prognose stammt nicht von mir oder von uns als Linksfraktion, sondern von 12 Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeistern. Berlin kann sich keine zweite Sarrazin-Dekade leisten. Wir haben seit 2016 daran gearbeitet, die Verheerungen des Sparen bis es quietscht zu reparieren. Jetzt droht ein Rollback in die 2000er Jahre. Sie weigern sich nur, es den Berlinerinnen und Berlinern offen zu sagen. Sie schaffen mit diesem Haushalt eine doppelte Unsicherheit. Kurzfristig, weil nicht klar ist, welche Leistungen, Förderungen, Zuwendungen der Auflösung der pauschalen Minderausgabe zum Opfer fallen. Aber viel größer wird die Misere, wenn man sich die mittel- und langfristige Perspektive anschaut. Sie entnehmen rund 2,3 Milliarden Euro pro Jahr aus Rücklagen und zehren diese damit bis 2025 auf. Im Jahr 2025 erwartet Berlin also zusätzlich eine Abbruchkante, mit anderen Worten, eine strukturelle Finanzierungslücke in Milliardenhöhe. Und was geben Sie dann verantworten? Privatisierung, massive Kürzungen? Wohin wollen Sie Berlin steuern, Herr Wegner, Frau Giffey? Und nun werden Sie gewiss darauf verweisen, dass die Spielräume nun mal begrenzt sind, dass man eben nur das verteilen kann, was da ist. Wir kennen das alles. Und tatsächlich lässt sich ein Ausweg für gestaltende Politik nur dann finden, wenn der finanzielle Spielraum durch politische Entscheidungen erweitert wird. Aber in Deutschland wurde vor mehr als 14 Jahren die Entscheidung getroffen, den öffentlichen Haushalten die Aufnahme von Krediten nur in Ausnahmefällen zu gestatten. Und Herr Wegner, wir haben Sie hier im Abgeordnetenhaus sehr darin unterstützt, als Sie für eine Reform der Schuldenbremse eingetreten sind. Aber auch hier ist bisher nichts geschehen. Ihr Parteivorsitzender Herr Wegner, der Oppositionsführer im Bundestag, hat die Schuldenbremse einen höheren Stellenwert als das Sozialstaatsgebot. Und die schwarze Null ist für ihn wichtiger als der grüne Umbau. Das wissen wir. Aber haben Sie denn mit ihm darüber geredet? Haben Sie versucht, die Position der CDU ernsthaft zu verändern? Haben Sie mit anderen Ländern über eine Bundesratsinitiative zur Reform der Schuldenbremse gesprochen? Wo ist die Koalition der Vernünftigen in der CDU? Oder müssen wir die CDU in dieser Frage auch abschreiben? Und Sie,
Kolleginnen und Kollegen von der SPD stellen im Bund den Kanzler Olaf Scholz, der die schwarze Null so lange gut fand, wie das Bundesverfassungsgericht seiner Regierung nicht die Umgehungsstraße gesperrt hatte. Wo bitte ist die Adresse, an der politische Verantwortung übernommen wird? Wie wird denn nun eine der verheerendsten politischen Fehlentscheidungen seit der Jahrtausendwende rückgängig gemacht? Die Schuldenbremse ist die Lebenslüge einer gestaltungsunwilligen Finanzpolitik. Sie bremst Investitionen aus und gefährdet die soziale Infrastruktur. Sie ist zu einer veritablen Zukunftsbremse geworden. Wir brauchen einen demokratischen Konsens über ihre Aussetzung und dann eine Reform. Lassen Sie uns mit diesem Konsens hier in diesem Hause beginnen. Aber auch unter den gegebenen Umständen, unter den gegebenen Spielräumen gibt es machbare Alternativen zu Ihrer Politik, um den finanziellen Spielraum für Berlin zu erweitern. Wir als Linksfraktion haben dafür konkrete Vorschläge unterbreitet. Die Grunderwerbssteuer, die Übernachtungssteuer, die Zweitwohnungssteuer und nicht zuletzt eine bessere Steuerdurchsetzung sind Stellschrauben, mit denen sich Berlin pro Jahr über 100 Millionen Euro mehr Spielraum verschaffen könnte. Eine Rückführung von unnötigen Investitionen im Sicherheitsbereich würde weitere 50 Millionen erbringen. Wir brauchen zum Beispiel keinen Zaun um den Görlitzer Park. Und rund 1,2 Milliarden Euro pro Jahr würden an Spielraum entstehen, wenn Sie den Landesunternehmen eine stärkere Kreditfinanzierung ihrer Investitionen in die Infrastruktur ermöglichen würden. Das alles sind keine Luftschlösser, sondern machbare Vorschläge, die den finanziellen Würgegriff sofort lockern und Freiraum schaffen würden. Denn Freiraum für Gestaltung braucht Berlin. Für die Sicherung der sozialen Infrastruktur, für bezahlbares Wohnen, für den klimaresilienten Umbau der Stadt, für Integration. Und auch dafür haben wir als Linksfraktion Vorschläge unterbreitet, die zeigen, wie es besser geht. Das soziale Berlin braucht Sicherheit. Wir wollen den gewonnenen Spielraum nutzen, um mit 600 Millionen Euro Vorsorge für einen Pakt mit den freien Trägern und den Verbänden der Wohlfahrtspflege zu treffen. Ein Pakt für eine krisenfeste soziale Infrastruktur, der dem sozialen Berlin Planungssicherheit gibt, für eine stabile Ausfinanzierung, für eine Entbürokratisierung, damit weniger Arbeit im Büro und mehr für die Menschen verrichtet werden kann und schließlich nicht zuletzt für eine Übernahme von Tarifsteigerungen, denn gutes Geld für gute Arbeit muss auch im sozialen Sektor gelten. Wir wollen knapp 10 Millionen Euro mehr in Projekte gegen Antisemitismus und Rassismus, in die Hilfe- und Beratungsinfrastruktur und in die soziale Arbeit der Bezirke investieren. Wir wollen 31 Millionen Euro mehr in die Krankenhäuser und in eine bessere ambulante medizinische und psychiatrische Versorgung investieren. Wir wollen, dass das Land Berlin den Fachkräftemangel entschlossen angeht mit Ausbildungslabs, die Abbruchquoten bei Ausbildungsverträgen verringern und mit einer Vorsorge für die Einführung einer Ausbildungsumlage. Und apropos Ausbildungsumlage, diese beerdigen Sie nämlich mit diesem Haushalt einfach durch Nichtstun, weil Sie keine Vorsorge für Ihre verwaltungsmäßige Umsetzung treffen. Das wollen wir korrigieren. Ich höre Sie schon alle. Das ist alles nicht bezahlbar, aber es ist einfach nicht wahr. Diese Summen lassen sich auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen mobilisieren, wenn ein Umsteuern bei der Finanzierung von Investitionen erfolgt. Dass die Koalition selbst diesen Schritt nicht geht, ist fahrlässige Verweigerung von Entscheidungen. Ja, für soziale Politik muss man sich entscheiden und das tun Sie eben nicht. Entscheiden muss man sich auch für Investitionen. Sie wollen ein Sondervermögen für Klimaschutz auf den Weg bringen. Wir werden sehen, ob Sie ein verfassungsfestes Gesetz zustande bringen. Zu wünschen wäre es. Und unsere Unterstützung haben Sie dabei. Aber auch hier ist Eile geboten. Mit dem Klimawandel kann man bekanntlich nicht verhandeln und der klimaresiliente Umbau der Stadt duldet keinen Aufschub. Die Leerstelle, die Sie hier bisher in Ihrem Haushalt lassen, ist atemberaubend. Und Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, dass Berlin mit den Folgen des Klimawandels besser umgehen kann, sucht man sowohl im Haushalt als auch im Sondervermögen in seiner derzeit geplanten Ausrichtung vergeblich. Sie ignorieren die vielen in der Stadtgesellschaft, die sich bereits organisieren und den Wandel von unten gestalten und mehr gestalten wollen und könnten, wenn es von Ihrer Seite eine entschlossene Unterstützung gäbe.
Klimagerechter Umbau ist mehr als Subventionen an Unternehmen verteilen. Dass Sie die Stadtgesellschaft für die Gestaltung des Umbaus brauchen, werden Sie spätestens dann merken, wenn Sie in Krisen auf sie angewiesen sind. Und auch eine weitere Krise kann nur durch entschlossene Investitionen bewältigt werden. Nach wie vor fehlen in Berlin viel zu viele Wohnungen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern bezahlbare Wohnungen. Sie, Herr Wegener, haben vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Berliner Mietendeckel geklagt und ein Urteil erzwungen, das viele Berlinerinnen und Berliner jeden Monat bares Geld kostet, welches sie ihren Vermieterinnen für überhöhte Mieten überweisen müssen. Ihr Senat hat das Mietenmoratorium für die landeseigenen Wohnungsunternehmen auslaufen lassen, was bereits jetzt viele Berlinerinnen und Berlinern steigende Mieten beschert. Sie haben bisher viel getan, damit die Mieten steigen. Auf die Einlösung des Neubauversprechens wird Berlin so lange warten müssen, wie vor allem auf privaten Wohnungsneubau gesetzt wird. Bezahlbarer Wohnraum in angespannten Märkten entsteht nur dann, wenn landeseigene Unternehmen massiv mit dem Bau bezahlbarer Wohnungen intervenieren. Genau das wollen wir erreichen mit einem kommunalen Wohnungsbauprogramm mit einer Verfügungssumme von 1 Milliarde Euro. Wer bezahlbaren Wohnraum will, darf nicht darauf hoffen, dass der Markt es richtet. Der versagt in Berlin seit Jahren. Ja, Herr Gröner wird mit seiner Spende an die Berliner CDU mindestens die Hoffnung auf eine ihm und seinesgleichen genehme Wohnungspolitik verbunden haben. Jetzt, Herr Wegener, ist es Zeit, ihm zu zeigen, dass Sie Ihren eigenen Kopf haben. Bieten Sie nicht nur Herrn Merz die Stirn, sondern auch der Immobilienlobby, die den Berlinerinnen und Berlinern das Geld aus der Tasche zieht. Berlin zu regieren kann ein Höllenritt sein. Aber ohne Mut zu Entscheidungen endet der Ritt ziemlich zuverlässig im Straßengraben. Der Doppelhaushalt, den Sie uns heute vorlegen, spiegelt freilich wenig von dem Mut wider, den es bräuchte, und noch weniger von der Entschlossenheit, die Sie hier bei Ihrem Amtsantritt verbreitet haben. Sie verweigern Politik, vermeiden Entscheidungen und steuern damit Berlin in eine verheerende Haushaltskrise. Ein Zitat erneut: Es geht darum, Berlin jeden Tag ein Stück besser zu machen. Auch diesen Satz haben Sie, Herr Wegener, im Mai gesagt. Mit dem heutigen Tag brechen Sie dieses Versprechen einmal mehr. Und so bleibt am Ende festzustellen, wenn je welcher da war, ich würde das bestreiten, der Lack ist ab. Vielen Dank.